Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Haltungsbericht auf Wirbellosenparadies TV. Heute sind wir wieder bei den Gottesanbetern unterwegs und zwar bei Theo Pompa Servile die Rindmantis. Eine tolle Art, wie ich finde. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang rum. Ich erzähle euch alles Wichtige zu dieser Art, damit ihr sie euch nach Hause holen könnt. Die Tiere stammen aus Malaysia, Thailand, Burma, China, Indonesien, also aus dem asiatischen Raum. Dort ist sie sehr, sehr stark verbreitet. Die Tiere können eine Größe von 6 bis 7 cm erreichen. Das heißt, die Weibchen werden wieder etwas größer als die Männchen. Die Luftfeuchtigkeit sollte am Tag bei 60 bis 70% sein und in der Nacht zwischen 70 und 80%, also abends mit lauwarmem Wasser kurz überbrausen, dann passt das hervorragend. Die Temperatur sollte zwischen 24 und 30 Grad betragen. Ich habe sie auf 26 Grad eingependelt. Die fressen mir die Haare vom Kopf, Leute. Also 26 Grad hat sich bei mir mal wieder bewährt. Die Tiere fressen Drosos, Stubenfliegen, Schmeißfliegen, Wachs, Motten, also alles, was so kreucht und fleucht. Ich fütter komplett Fliegen oder eben Motten, da ich nicht weiß, wie sich Heimchen, Grillen auf diese Kollegen auswirken. Bei manchen Arten verursachen Heimchen und Grillen Durchfall, Erbrechen. Deswegen gehe ich hier auf Nummer sicher und Fliegen fütter ich in der Regel auch am liebsten. Die Tiere müssen natürlich einzeln gehalten werden. Da sie nicht so groß werden, müssen die Terrarien auch nicht so groß sein. Ich würde empfehlen 20x20x20. Oder ein Stückchen größer, vielleicht 25, 25, 25, ist da vollkommen ausreichend. Wichtig ist, wenn wir ein ordentliches Terrarium haben, Doppelbelüftung, damit eine gute Luftzirkulation entstehen kann, denn die Tiere können, wie viele andere Arten auch, keine Stickluft ab. Wie gestalten wir das Terrarium? Wichtig sind, die Seitenwände und die Rückwand mit Korkplatten zu bekleben, denn wie der Name schon sagt, Rindmantis, die werden die ganze Zeit irgendwo an der Rinde herumrennen und dort ihr Futter schnappen. Wir brauchen nicht viele Kletteräste oder so. Wir brauchen wirklich Fläche, wo die Tiere entlanglaufen können. Vielleicht noch eine Korkröhre rein oder einen Korkast, wo sie sich gut verstecken kann. Dann passt das wunderbar. Der Schwierigkeitsgrad bei dieser Art ist doch relativ hoch. Also ich würde es kein Anfänger ans Herz legen, sich diese Art zu holen. Man sollte schon ein bisschen was gehalten haben. Also Minimum eine Pseudocrebota Walbergi. Das kommt so auf dem Level ungefähr hin. Also Leute, leider nichts für Anfänger, aber wunderschöne Tiere. Ja, Leute, das war's von mir und von meinem netten kleinen Kollegen, der wirklich super still gehalten hat. Ich habe ihn aber auch reichlich Fruchtfliegen in sein Terrarium geschossen, damit er schön lange stillhält. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen. Und nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren. Und ich wünsche euch einen schönen Samstag. Bis dann. Ciao.